6x7, so close. M945, Suburbia. Philipp Voges von Hoffmann und Voges ist unser Gast. Er ist Filmproduzent und hat eben gerade schon erzählt, wie es so ist, wenn man mit 3 Millionen, 6 Millionen jongliert, die zum Teil aus der eigenen Tasche, vielleicht nicht, aber aus der eigenen Firma kommen. Muss denn auf jeden Fall immer bei jeder Produktion ein Eigenanteil dabei sein oder geht es auch so, dass man die komplett von einer Bank finanzieren lässt, die Filme? Nee, letztendlich muss schon ein Eigenanteil auch dabei sein. Es sind ungefähr 5% vom Budget und das ist dann sozusagen, ja, es sind Barmittel oder Referenzmittel. Jawohl, da sind wir wieder mit Michael Greta, der Klatschkönig. Einmal wollte ich nicht sagen. König. Das ist jetzt so ein plattes Wort. Ich darf ihn Trüffelschwein nennen, aber nicht Klatschkönig. Deswegen bleiben wir beim neutralen Gesellschaftsreporter. So die größten Geschichten, die Ihnen bisher exklusiv zugefallen, beziehungsweise die Sie recherchiert haben, welche wären das? Na, müssen wir ein bisschen in die Steinzeit gehen. Das ist Gunter Sachs mit Brigitte Bardot. M495, Carpet Face, Idiot Fool. An Spam-E-Mails hat sich ja inzwischen jeder gewöhnt, ich sowieso. Und normalerweise lösche ich sie auch sofort. Weil die Versender, die scheinen ja nur von der Prämisse auszugehen, dass jemand, der eine E-Mail-Adresse einrichtet, der will unbedingt Viagra und plastische Chirurgie im Internet kaufen. Davon gehen die mal aus. Und letzte Woche habe ich ausnahmsweise eine von diesen Spams geöffnet, weil das nämlich sehr kurios war. Die hat mir gleichzeitig eine günstige Brustvergrößerung und eine Penisverlängerung versprochen. Meine Frage ist jetzt folgende. Gibt es gerade für diese Kombination tatsächlich einen größeren Kundenkreis? Cheap Entertainment, nennen Sie es selber, Soul. Dass es Handys gibt, das schätzt ja niemand mehr als ich. Das ist eine großartige Sache, das muss ich euch ja wohl nicht erzählen. Aber es hat einen riesigen Nachteil. Die Leute sprechen einem nichts mehr auf dem Anrufbeantworter, wenn man überhaupt noch einen hat. Viele haben ja auch gar keinen mehr. Oder Mailbox, ja. Und das ist insofern schade, weil einem Sachen wie diese hier zum Beispiel entgehen. Gut, hier ist die Störungsstelle Bundespost. Sie haben bei uns Störung gemeldet, dass Ihr Telefon nicht geht. 1171. Ja, irgendeine Nummer, ja, genau so. Weil wir zuerst einmal einen Störer in die falsche Richtung geschickt haben. Das Radiostar Special. Als Legende und Kult werden ja inzwischen schon Hinz und Kunz bezeichnet. Aber ein Mann ist wirklich zur Legende geworden, da sehr clever verstand, seinen Mythos zu entwickeln. Robert Smith, der als Wolfman Jack weltberühmt wurde. Er fing relativ normal an, besuchte eine Schule, um das Radiohandwerk zu lernen und jobbte bei kleineren Stationen im Osten der USA. Dann tat er etwas Ungewöhnliches. Er besuchte in den frühen 60ern eine Radiostation in Mexiko, nahe der texanischen Grenze, die nachts mit einer 250.000 Watt ganz Nordamerika mit Rock'n'Roll versorgte. Diese Station sendete auf Mittelwelle. Mittelwelle für die, die das nicht kennen, das klingt etwa so wie MP3 mit 64-Bit-Auflösung. Diese Border-Radiostation namens XERF lag sehr versteckt, doch Wolfman Jack fand sie auf verschlundenen Wegen und geriet dort gleich in eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen dem Personal und den korrupten Betreibern des Senders. Er kam mit den Muchachos aber gut klar, besorgte Geld und war von da an Teilhaber der Border-Radiostation XERF. Später kamen noch XERB, XERP und einige andere mexikanische Grenzstationen mit brutaler Sendeleistung dazu. Nachts machte er die Wolfman Jack Show und war ein echter Heuler. Sein Name entstand so. Wolfman ist ein Werwolf, ja? Und Jack hat man früher zu anderen Männern gesagt, wenn man lässig sein wollte. Das war bevor Dude Mode wurde. Nicht wenige Bands haben ihrem Förderer gehuldigt und ihm Songs gewidmet. An dem berühmtesten Stück für Wolfman Jack, Clap for the Wolfman von The Guess Who, hat er gleich selber mitgewirkt und in diesem Clip sagt er es bequemerweise auch gleich selber an. Radiostar Elmar Hörig. Kriegst du jetzt inzwischen auch schon mal Unterwäsche von Frauen oder immer nur noch von Männern? Ich meine, ich könnte es, wenn einer sagen würde, komm, mach es noch ein Jahr ganz früh morgens, aber Morgensendungen machen einem kaputt. Ja. Du
Du hast ja beim SWF 3 Vollkontakt auch mit dem Publikum gehabt. Du hast ja nicht nur die Sendung gemacht, sondern bist auch immer auf die Veranstaltung gegangen. Wie war das so? Ist da Hysterie losgebrochen? War das wie die Rapper, Minimum vier Frauen am Arm, Jünger, die den Boden anbeten, auf dem du wandelst? Unvorstellbar. Man kann sich das nicht vorstellen, dass so ein Radio-Fuzzi, wie ich es war, ja, mit Bodyguard. Wir standen manchmal auf der Bühne und haben gesagt, sag mal, hier stehen zwei Volldeppen auf der Bühne hier mit zwei Plattenspielern und da unten geht die werden schier verrückt. Was geht hier ab? Jason Inzalacco von der erfolgreichen Talkstation KLSX live aus Los Angeles. The idea of talk radio, who actually came up with doing that, the whole thing on FM, on the FM dial? It used to be on AM for your father or grandfather, and then somebody said, let's go to FM and compete with music stations. Whose idea was it? Do you remember when it started? So it was pretty much an evolutionary process. It began with Howard Stern. Kimia Dawson, Viva la Persistence. Suburbia mit Thorsten Passek, gleich Thomas von der TZ als Studiogast. Letzte Woche ist euch vielleicht an den Zeitungskästen der TZ das große Plakat aufgefallen, auf dem TZ-Szenenreporter Thomas Oswald so verschmitzt lächelt. Der Grund für dieses verschmitzte Lächeln, er hat jetzt gar kein Privatleben mehr. Denn täglich statt bisher einmal wöchentlich berichtet er jetzt aus dem Münchner Nachtleben. Und das zusätzlich zu seinen nicht gerade unanspruchsvollen Nebentätigkeiten wie Anwalt mit eigener Kanzlei, Szene- und Reisejournalist, Model und Showproduzent. Würde mich gar nicht wundern, wenn er demnächst noch als Kanzlerkandidat auftreten würde. Jetzt mit der täglichen Kolumne gibt es auch für euch interessante Neuerungen. Nicht nur, dass ihr jetzt täglich auschecken könnt, was läuft. Ihr könnt Thomas nun auch eure eigenen Partytipps an eine Adresse mailen, die er nachher nennen wird. Das ist so gedacht. Wenn ihr zum Beispiel mal eine nicht genehmigte Party an einer schrägen Location veranstalten wollt, dann wird euch Thomas als Anwalt wahrscheinlich davon abraten. Aber als Szenereporter wird er selbstverständlich dabei sein wollen, wenn ihr in Handschellen abgeführt werdet. Egal, ob von der Polizei oder von der Stripperin, die sich gerade ihrer US-Polizeiuniform entledigt hat. Und zu Gast Thomas Oswald, der sich gerade eben elegant aus der Affäre gezogen hat, als ich von ihm wissen wollte, welcher Laden out ist. Aber er hat natürlich völlig recht, was soll er? Er muss die Leute immer wieder sehen und warum soll er Leute schlecht machen? Wir müssen jetzt aber nicht Läden besonders hervorheben. Nur, wie ist es denn grundsätzlich so, wenn die jetzt bei dir reinkommen wollen? Ist es wirklich so wie bei Kirial Folge 1? Wer reinkommt, ist drin. Werden dir da Geschenke gemacht? Werden dir Körper angeboten? Wollen die Leute deine Sexsklaven sein? Was? Wie läuft das? Ich kann mir vorstellen, dass jeder eigentlich dich will und Thomas, komm her und trink was und so. Du weißt, das kostet schon Geld im Leben. Ja? Das wirst du gar nicht mehr wissen, oder? Wie ist das? Erzähl. Doch, natürlich weiß ich das. Klar, dass ich jetzt, wenn ich wohin gehe, keinen Eintritt zahle, wenn ich über die Läden schreibe. Wann hat's angefangen, dich anzukotzen? Mit Woody Allen. Haben Sie eine Ahnung, wie sich Ihr Publikum zusammensetzt? Naja, sind hauptsächlich Linkshänder und Bartträger, viele Frauen und einige Dissidenten. Der Rest besteht aus Eskimos und Angestellten der NASA. Das Hollywood Special. Falco Selig mit Crime Time. Aber auch der folgende Nachwuchsautor hat die Chandlersche Stimmung in sein Werk einfließen lassen. Der Einfachheit halber trägt er es uns gleich selber vor. Ich fuhr den Sunset in westlicher Richtung. Alles, was ich an diesem Abend wollte, war ein trockener Martini und ein feuchter Kuss. Aber ein Mann namens Solvino hatte mir einen Scheck geschickt und mich gebeten, mit ihm zu sprechen. Bei der Höhe des Schecks hätte ich auch mit ihm Tango getanzt. Mit Rockstar Lenny Wolf. Ich glaube, die längste Pause, die du zwischen den Alben gemacht hast, sind 2 Jahre. Da war keine Zeit für Drogenexzesse und Rehab und so. Da hättest du keine 2 Alben rausgebracht, schätze ich. Oder hast du uns was verschwiegen? Nein. Du kannst mitreden, du bist unter uns. Kannst ruhig sagen, war was. Du, ich musste jetzt fürchterlich langweilen.
Man ist ja auch viel cooler, wenn man sich die ganze Scheiße schon mal reingepfiffen hat. Ich musste sagen, was in puncto Drogen und so weiter, bin ich unglaublich uncool, weil ich habe meinen Lebtag nichts genommen. M94.5 Suburbia mit Thorsten Passig. Es ging vor kurzem durch die Presse. Im amerikanischen Bundesstaat Virginia wird ein neues Gesetz diskutiert, das es unter Strafe stellt, die Unterwäsche aus der Hose blitzen zu lassen. Und jetzt vor Ort in Chesapeake Bay, Virginia live, unsere Außenreporterin mit einem Update dieser prekären Situation, meine Mutter. Kuckuck. Hallo. Wird das wirklich exekutiert? Also wurden da schon Leute irgendwie bestraft? Wurde ernsthaft diskutiert, ist aber abgeschmettert worden. Ah, also das Gesetz gibt es eigentlich gar nicht, weil das wurde hier so durch die Presse, das ist ja wohl das allerletzte und das, diese Amis spinnen ja wohl und überhaupt, ne? Also es ist eigentlich, war wieder heiße Luft, also sie konnten das gar nicht durchbringen. Genau, und allgemein, also wurde drüber gelacht. Das härteste Filmquiz in dieser Stadt. Am Schluss jetzt eben ein ganz besonders schweres Teil, nämlich jetzt kommt ein Nebendarsteller zu Wort. Bisher hatten wir immer die Stars, die Hauptdarsteller. Jetzt kommt ein ganz brillanter Nebencharakter zu Wort. Der Film ist dafür aber ganz leicht. Der ist aus dem letzten Jahr und war für mich persönlich eine positive Überraschung, weil ich habe irgend so eine fade Romantic Comedy erwartet und war dann ganz angenehm überrascht, weil er witzig und spritzig war. Großartige Sache. Der amerikanische Schauspieler hier hat den französischen Akzent absolut brillant drauf. Ich möchte nur wissen, wie heißt der Film? 94.5, 99.94.5. Ich spiele keine Musik. Ihr könnt also sofort anrufen. Hier, die Telefone sind scharf gestellt. Ich brauche nur einen Knopf zu drücken, weil ich doch immer so dusselig bin mit den Knöpfen falsch drücken. Also ist scharf gestellt. Hört ihn euch an. Nehmt euch Zeit. Ich spiele ihn 2-3 Mal. Und dann erwarte ich eigentlich nicht, dass jemand anruft, weil es ist einfach zu schwierig. Ben, look to me in my eyeball. I promise you, I take care of Lisa as if she were my own flesh and blood. Und da ist schon jemand dran. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das jemand wissen kann. MP95, hallo? Hallo, ist Jana. Hallo, Jana. Hi. Na? Also, ich glaube, ich hab's rausgefunden. Sag's mir. Along came Polly. Du bist großartig. Jana, wieso weißt du sowas? Das war auf Englisch auch noch. Hast du den auf Englisch gesehen? Ich glaube, ja. Fabelhaft. Und wenn du ihn schon erkennst, welche Szene war das? War sie wohl, die in den Flitterwochen irgendwo in der St. Bart in der Karibik waren. Ganz genau. Und sie wollen dann mit diesem Typen tauchen gehen. Jana, du, dann bedanke ich mich sehr. Welchen Titel willst du haben? Film Superfreak, Super Filmfreak oder Superfilmkenner der westlichen Hemisphäre und M94.5 Superhörer? Also das mit der westlichen Hemisphäre finde ich gut. Gut. Jana, dann hast du den Titel. Ich weiß, es ist nicht viel, aber das ist das Wenige, was wir hier vergeben können. Wünsche dir schönen Abend. Gleich kommen hier die Jungs von der Spurensuche. Und vielleicht machst du nächste Woche wieder mit. Ich habe noch mindestens 10 Clips, die ich euch alle noch vorspielen möchte. Na gut. Also, okay. Schönen Abend, Jana. Ja, tschüss. Okay. Danke. Auf Wiedersehen.